EA Po Productions liest Hans Dominik, der Brand der Cheops-Pyramide. Heute Kapitel 63. Der Garagenaufseher auf dem breiten Dach der Dependence eilte aus seiner Kabine. Ein später Ankömmling, ein Gast, der im Privatflugzeug gekommen. Jetzt stand die Helikoptere noch 50 Meter über dem Dach, dann sank sie senkrecht nieder und knirschend setzte ihre Kufen auf den Kies. Ein einzelner Herr entstieg dem Flugzeug, schritt zum Lift, der nach unten führte. Hada und Mette saßen in ihrem Zimmer. Hada am Schreibtisch griff manchmal zu einem Bleistift, entwarf ein paar Zahlen, ließ es dann wieder sein. Mette eine Zeitung vor sich. Immer wieder entsank das Blatt ihrer Hand. Die Spannung der Erwartung ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Immer wieder gingen ihre Augen zur Uhr. Schon die 9. Stunde überschritten. Hada sprang auf. Er schritt durch die offene Balkontür hinaus. Die Klänge der Abendmusik unten im Hotelgarten drangen rauschend durch die warme Nacht. Seine Augen glitten über den Nachthimmel. Nirgends das weiße Buglicht eines ankommenden Flugschiffes. Er hörte nicht, wie leise an der Zimmertüre geklopft wurde. Mette hatte es vernommen. Er? Wie gelähmt ihre Glieder. Das Zeitungsblatt entfiel ihrer Hand. Dann war sie aufgesprungen, wollte zur Tür eilen. Da ging die auf. Er trat ein. Einen Augenblick standen sie sich gegenüber. Stumm. Er ergriff ihre Hand, hielt sie fest. Mette ließ sie ihm, machte auch keinen Versuch, sich zu befreien, als er sie näher an sich zog, die linke um ihre Schulter schlang, sie an seine Brust drückte. »Mette!« Hada stand in der Balkontür, starrte mit aufgerissenen Augen auf das Bild vor ihm. Die gab ihm keine Antwort, grub ihren Kopf nur fester an die Brust des Mannes. Fassungslos trat Hada auf sie zu. »Mette, Herr Eisenecker!« Seine Lippen stammelten zusammenhanglose Worte. Da hob gar Eisenecker den Kopf Mettes mit leisem Zwang in die Höhe, küsste sie auf den Mund. »Nun dürfte wohl kein Zweifel mehr bestehen, Herr Generaldirektor.« Jetzt hatte Hada begriffen. »Allerdings, Herr Eisenecker, Mette, kein Zweifel mehr über die Tatsache, die sich vollzog, während ich minutenlang den Rücken wendete. Ihr werdet beide zugeben, dass das eine Überraschung für mich war, wie sie größer und schöner nicht gedacht werden konnte«, unterbrach ihn Mette, die sich freigemacht und in ihres Vaters Armen geworfen hatte. Eine Stunde war vergangen, viel zu schnell für die drei Glücklichen in dem Gemach. Zu viel hatten sie sich zu erzählen. Hada war in Erinnerung an längst vergessene Jugendtage ein paar Mal aufgestanden, war auf den Balkon getreten, die allein zu lassen. Jetzt bedeutete er Eisenecker, ihm auf den Balkon zu folgen. Flüsternd sprachen sie miteinander. Hada horchte auf. Seine Augen blitzten. »Wir müssen die Koffer packen, Mette«, rief er in das Zimmer. »Ich ahnte richtig. Nein, bleib hier. Ich selbst will alles ordnen. Du, ihr könnt Abschied nehmen.« Er wollte zur Tür schreiten, da wurde sie aufgerissen. Iversen stürmte mit lautem Jubelgeschrei in das Zimmer, zog Modeste am Arm hinter sich her. »Da ist er, der Ausreißer. Ich habe ihn gefunden.« Die im Zimmer standen einen Augenblick sprachlos. Dann ein wirres Durcheinander. Fragen, Antworten, Weinen, Lachen. Unmöglich für Malte, den genauen Hergang der Befreiung zu schildern. Keiner wunderte sich auch, als er jetzt Modeste in seine Arme schloss und der Errötenden einen lauten Kuss auf die Lippen drückte. Hada der Erste, der den Bann des frohen Augenblicks von sich schüttelte. Wie ein Inquisitor nahm er Modeste, gewaltsam beim Arm, ließ sie sich auf einen Stuhl setzen, setzte sich ihr gegenüber, fragte sie aus. Tauschte dabei mehrmals Blicke mit Eisenecker, dessen Mienen, je weiter Modeste sprach, immer finsterer wurden. »Genug, genug, Vater«, rief Mette endlich. »Siehst du nicht, wie die arme Modeste immer blasser, müder wird? Nach so viel Schrecklichem, was sie erlebt hat, muß doch dein Inquirieren sie foltern.« Sie eilte auf Modeste zu, hob sie auf, legte sie in Maltes Arme. »Hier, du Ärmste, dein Retter ist auch dein bester Arzt.« Hada war mit Eisenecker zur Seite getreten, sprach mit ihm. 12 Warnums, Sie haben gut von mir gelernt«, setzte er in bitterem Tone hinzu.
aber Sie werden Ihren sauberen Plan zum Scheitern bringen. Keinen Augenblick gilt's jetzt zu verlieren. Was Sie tun wollen, tun Sie sofort.« Der trat auf Mette zu, stand einen Augenblick allein mit ihr, küsste sie und ging. Zur Verwunderung des Garagenwärters stieg der erst kürzlich gekommene Hotelgast schon jetzt wieder, mitten in der Nacht, in sein Fahrzeug, flog fort. Dass eine halbe Stunde später Harder und seine Angehörigen das Hotel im Flugzeug verließen, nahm ihn nicht weiter Wunder. Sie waren ja schon länger hier. Auch zogen es viele Passagiere vor, bei sternenklarem Himmel die Reise zur Nacht zu machen, benutzten je nach Laune die bequemen Kabinen zum Schlafen. Hätte der Garagenwärter sich nicht gleich wieder in seine Koje zurückgezogen, hätte er wohl mit einem scharfen Nachtglas sehen können, wie jener zuerst abgeflogene einzelne Gast sein Flugzeug zunächst in große Höhen trieb, dann in engen Spiralen über der Cheops-Pyramide niederging, bis er ungefähr in Höhe der Pyramidenspitze stand. Einen kurzen Augenblick in dieser Stellung verweilte, ein Gegenstand wurde über Bord geworfen, dann wieder höher ging und nach Westen weiterflog. Eisenecker, der darin saß, gab jetzt ein paar Wellen. Die Antwort folgte sofort. Er griff zum Steuer. Das Flugzeug ging bald rechts, bald links, bald nach oben, bald nach unten, suchte anpeilend das große Flugschiff Harders, von dem ununterbrochen gesendet wurde. Jetzt sah er die grüne Steuerbordlaterne blinken. Dann war er neben dem Schiff, das sich durch seine Hubschrauber fest an einer Stelle in der Luft hielt. Er legte sein Flugzeug mit ein paar geschickten Steuerwendungen daneben, warf die Helikopterenschrauben aus, rief Harder ein paar Worte zu, einen Gruß für Mette, flog dann in rasendem Flug weiter nach Westen. Nur Mette, die ihm von Backbordseite nachsah, bis er verschwunden. Die anderen standen an der Steuerbordseite, starrten mit Nachtgläsern zu den Pyramiden.